Mit DMZ nimmt Call of Duty endlich den Weg in das Extraction-Looter-Genre auf und folgt damit Spielen wie Marauder, The Cycle Frontier und natürlich Escape from Tarkov, dem großen Bruder in diesem Genre. Dabei ist die Grundeigenschaft eines Extraction-Loot-Shooters, dass man sozusagen eine Runde mit einem Risiko startet, das heißt, das Leben ist wertvoll und man hat Verluste bei einem Tod in Form von Items, von Leveln, von Erfahrungspunkten und so weiter und so fort. Das heißt, der Tod hat Konsequenzen und es gibt ein Loot-System, in dem Items gefunden und verwertet werden können. Diese Eigenschaften erfüllt DMZ gerade so, mit einem Loot-System innerhalb einer Runde und dem Verlust der Ausrüstung natürlich bei einem Tod in Kombination, aber vor allem mit dem Cooldown der Primärwaffen. Man kann also nicht einfach wieder in die Runde reingehen und seine Primärwaffen ausrüsten. Das heißt, das sind sozusagen die Konsequenzen für den Tod. Während DMZ jetzt also sozusagen ganz knapp die Voraussetzungen eines Extraction Loot Shooters erfüllt, stellen sich jetzt alle die Fragen, wie es denn weitergeht. Ob DMZ weitergeht in Richtung Extraction Loot Shooter, zum Beispiel, dass sich ein Stash entwickelt außerhalb der Runden, was viele, viele, viele sich wünschen und fordern, dass Items eine Bedeutung bekommen außerhalb der Runde, dass vielleicht sogar ein ökonomisches System aufgebaut kriegen, wo Spieler mit Items handeln können, wo Items verwertet werden können, nicht nur für Missionen, sondern auch für andere Dinge, wie zum Beispiel einen Basisausbau oder das Craften von Eigenschaften, von Items, aber auch ein Progressionssystem, wo sozusagen der Charakter Dinge entwickeln kann, Eigenschaften entwickeln kann. Bei den anderen Spielen ist es zum Beispiel die Entwicklung von Ausdauer, Stärke, solche Geschichten. Egal was es ist, dass man ein Progressionssystem hat, zusätzlich zu diesem Fraktionssystem, was wir momentan haben. Oder aber, ob sie in eine ganz andere Richtung gehen, dass sie sagen, okay, wie wir es jetzt haben, ist bereits zu schwer, zu kompliziert. Wir kommen damit nicht klar, unsere Spieler kommen damit nicht klar, also gehen wir wieder in die andere Richtung und versuchen Komplexität rauszunehmen und gehen zum Beispiel wieder mehr Richtung Beutegeldmodus, der ja damals extrem beliebt war in der Call of Duty Community. Wir sind immer noch in der Beta und bis zur Release ist wirklich alles möglich, aber leider halten sich Entwickler nun mal sehr, sehr, sehr bedeckt, was weitere Entwicklungen angeht. Deswegen, hier jetzt die Leaks, die wir bisher in Erfahrung gebracht haben, und zwar fangen wir direkt an mit dem dynamischen Wetter. Ja, die Entwickler haben anscheinend zugegeben, dass dynamisches Wetter in Entwicklung ist und bald kommen könnte. Was heißt dynamisches Wetter? Zum einen natürlich, dass es ein Wettersystem geben wird, in dem wir uns zum Beispiel Regen, Nebel, sonnige Tage und alles dazwischen vorstellen können. In erster Linie bedeutet das erst einmal, dass wir andere Sichtverhältnisse haben. Das heißt, bei Regen sieht man nicht so weit. Man hat vielleicht Störgeräusche durch das Auftropfen der Regentropfen, durch einen Sturm vielleicht sogar im schlimmsten Fall, der extrem laut ist. Und Bewegungen verdeckt, die man sonst ganz einfach hören könnte. Auch der Nebel wird die Reichweite verringern, in der man gewisse Gegner oder Objekte sehen kann, was wiederum für Scharfschützeneinsätze extrem schwierige Bedingungen sind, gerade wenn man eine Quest macht, wo man Gegner aus so und so viel 100 Meter erschießen muss. All das sind Parameter, die das Spiel komplexer machen werden, aber auch eine ganz neue Dynamik reinbringen werden, weil man sich noch mehr überlegen muss, situationsabhängig, wie gerade das Wetter ist, was man denn diese Runde tut und wie man seine Strategie anhand des Wetters anpasst. Tatsächlich sehen wir dynamisches Wetter in sehr vielen anderen Spielen. In Escape from Tarkov ist es eine Grundeigenschaft und die Spieler scherzen immer so ein bisschen damit, dass dann eigentlich immer schlechtes Wetter ist, weil es sehr, sehr viel regnet und sehr viel Nebel vorhanden ist. Auf der anderen Seite gibt es hier aber auch die Nachtraids und hier wird es besonders interessant, denn Call of Duty hat bereits in der Kampagne gezeigt, wie solche Nachtlevels aussehen könnten. Hier haben wir den Einsatz von Nachtsichtgeräten gesehen und komplexe Raids wirklich groß angesetzt, wo komplette Landstriche darauf ausgelegt waren, in der Nacht begangen zu werden, kombiniert mit Aufgaben, die man erfüllen konnte, speziell in der Nacht. Also wirklich ein komplettes Nachtsystem war bereits auf dem Tisch und die Frage ist jetzt, ob mit einem dynamischen Wettersystem möglicherweise auch ein Tag-Nacht-Zyklus oder zumindest eine Tag-Nacht-Phase gemeint ist. Man stelle sich Al-Masra in Nacht vor, wie das Gameplay verändern würde und welche Immersion, also Spannung und welche Intensität so ein Modus mit reinnehmen könnte. Also ein ganz, ganz spannendes Thema. Dynamisches Wetter ist in der Entwicklung, es wird bald kommen. Ob jetzt Tag-Nacht-Zyklus mit drin sein wird, werden wir sehen. Aber kommen wird es und ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf das dynamische Wetter. Kommen wir zum nächsten Punkt und das sind die Queues. Ja, wir haben schon sehr viel gesprochen über Solo-Queues. Viele fordern ja Solo-Queues, weil doch ein relativ großer Prozentteil von euch als Solo-Spieler reingeht. Warum auch immer, entweder hat man keine Mitspieler zu jedem Zeitpunkt oder man genießt es einfach, als Solo-Spieler reinzugehen. Das ist ein Thema für sich, ich will jetzt gar nicht die Gründe, Vor- und Nachteile eines Solo-Spielers aufzählen. Hier geht es jetzt mehr darum, ob die Queues sich verändern. Also momentan haben wir eine Dreier-Queue und die Frage ist,
gibt es Einer-Queues, also Solo-Queues, werden Duos folgen und werden zu den Trio-Queues vielleicht auch Quattros, also Vierer-Teams möglich sein in Zukunft. Oder eine Kombination von diesen oder eine Kombination von Einser und Zweier, Zweier und Dreier und so weiter und so weiter. Der Punkt ist jetzt folgender, bevor wir das jetzt weiter ausführen. Die Entwickler haben hier ganz klar gesagt, nein, sowas ist momentan nicht in Planung und wird nicht entwickelt. Sehr, 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 sehr schade, sagen jetzt viele. Also wir haben keine Solo-Queue in Aussicht. Auf der anderen Seite darf man eines nie vergessen. Eine Entwicklung von mehreren Queues und Spielmodi spaltet immer die Community. Das heißt, es wird sich immer weiter verlaufen und vielleicht Schwerpunkte finden in der und der Queue oder in dem und dem Modus. Und das Problem ist, dass man die Spielerschaft trennt und nicht beisammen hält. Viel besser finde ich persönlich den Weg tatsächlich, dass man die Queues beisammen hält. Einser, Zweier, Dreier, Vierer, wie in den meisten anderen Extraction Looter dann übrigens auch, dass da sozusagen alle in einer Queue drin sind. Dass man aber innerhalb einer Queue versucht, diese Spieler etwas zu balancieren, dass man zum Beispiel Solospielern einen gewissen Bonus gibt. Zum Beispiel, hey Solospieler, du startest mit einer Wiederbelebung pro Runde. Hast damit eine kleine Starthilfe gegenüber den 2er- und 3er-Teams. Oder du bekommst ein, zwei Standard-Perks dazu als Bonus beim Start als Solospieler. Und so weiter und so fort. Die Möglichkeiten sind endlos bis hin zu einem komplexeren MMR-System. Was ich mir persönlich nicht wünsche, aber all das sind nun mal Tools, die man machen könnte, die man einführen könnte, um Teams so ein bisschen auszugleichen. Der Punkt ist jetzt auch hier, dass die Entwickler nur gesagt haben, dass die Solo, Duo und Vierer-Quads nicht in Planung sind. Sowas ist erstmal nicht geplant als Queue. Aber sie haben nicht zum Balancing gesagt. Sie haben es weder verneint noch verjaht. Also hier hoffen wir einfach. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass in Zukunft noch was kommen wird, um uns das Leben zu erleichtern, was das Balancing zwischen Solos und Trios angeht. Der nächste Punkt sind Missionsanpassungen und hier haben die Entwickler gesagt, dass welche folgen werden und zwar massive Missionsanpassungen zu Season 2. So, wann ist Season 2? Wenn wir uns den Battle Pass anschauen, dann läuft der Battle Pass Ende Januar aus. Das heißt, wir können dann erwarten, dass mit Ende des Battle Passes Season 1 endet und Season 2 im Anschluss startet, also Anfang Februar, Season 2 Start wäre. Und hier ist es so, dass Missionsanpassungen folgen. Was kann man sich darunter vorstellen? Zum einen natürlich haben wir Probleme mit der einen oder anderen Mission, was die Beschreibung angeht. Das ist sicherlich der leichteste Schritt, dass diese Missionsanpassungen sozusagen die Beschreibungen verändern, vielleicht auch hier und da ein Ziel verändern, etwas ausbalancieren. Dann die nächste Möglichkeit ist, dass Missionen von der Reihenfolge her anders angeordnet werden, dass vielleicht etwas leichtere Missionen doch wieder etwas mehr an den Anfang gestellt werden, schwierigere Missionen vielleicht etwas hinten dran gestellt werden, bis hin, dass natürlich komplett neue Missionen dazukommen, eine neue Fraktion könnte hinzukommen. Es könnte aber auch natürlich sein, dass mit den neuen Maps auch neue Missionstypen entstehen, zum Beispiel, dass wir Missionen speziell für Gebäude 21 haben. Das ist sehr, sehr hochwahrscheinlich. Dadurch ist es nochmal motivierender, auf Gebäude 21 zu gehen zum Beispiel. Aber mit Season 2 erwarten wir möglicherweise auch neue Maps. Und auch da ist natürlich die Möglichkeit, dass wir Missionen bekommen, die speziell für diese neuen Maps angepasst sind. Und wir damit eine sehr große Vielfalt an Missionen kriegen, eine Komplexität. Wenn wir das natürlich nochmal kombinieren mit anderen möglichen Dingen, dann könnten die Missionen noch viel, viel weiterführen, was ein Progressionssystem angeht. Aber hier bitte nicht zu viel hoffen. Auf jeden Fall kommen Missionsanpassungen zu Season 2. Kommen wir zu dem nächsten Punkt und zwar der neuen Map. Und zwar ist hier bereits Anfang Dezember eine neue Map namens Castle geleakt worden. Das ist eine Multiplayer-Map. Hier geht es um ein japanisches Schloss für den Multiplayer-Modus. Japanisches Schloss mit japanischen Gärten und Gebäuden. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze aussieht. Und die Vermutung war jetzt, dass diese Castle-Map, diese Multiplayer-Map sozusagen, wie in Modern Warfare 2 auch, eine Unterkarte einer größeren Karte ist. Und diese größere Karte heißt Rebirth Island. Also, Rebirth Island ist eine mittelgroße Map, die kommen könnte Anfang Februar. Also ordnet sich so ein zwischen Al-Masra und Gebäude 21 von der Größe her. Wir erwarten hier 40 bis 50 Spieler, wenn die Map denn kommt. Das heißt, sie würde sich tatsächlich auch gut eingliedern. Vielleicht so eine temporeichere Action bieten als in Al-Masra. Ein bisschen langsamer als Gebäude 21. Würde sich also auch sehr, sehr, sehr gut eingliedern. Und würde sicherlich mit diesem Map-Auswahlsystem, was wir momentan haben im DMZ-Modus, dann den Platz der Auswahlpunkte perfekt füllen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sowas Anfang Februar kommen wird. An dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Grüße gehen raus, Dankeschön dafür. Sollte euch der Kanal auch gefallen, würde ich mich über ein Like und ein kostenloses Abo natürlich sehr, 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 sehr freuen.
Ansonsten jetzt an dieser Stelle nochmal ein paar Daten. Und zwar Ende Season 1, möglicherweise Ende Januar, also Start. Anfang Februar reden da ganz konkret von dem 2. Februar, wo möglicherweise Season 2 starten könnte. Mit Season 2 könnte möglicherweise auch ein Release stattfinden. Der Release zum DMZ-Modus steht da noch aus. Und der Start für Season 2 dann wäre natürlich ein interessantes Datum dazu. Werden wir sehen. Dann Gebäude 21. Momentan ist es so, dass Gebäude 21 regelmäßig auf und zu gehen scheint. Also sie scheinen sich ein bisschen eingependelt zu haben. Dabei reden wir jeweils von einem Freitag 19 Uhr, da wo Gebäude 21 die Tore momentan immer öffnet. Und dann über 3 Tage lang online ist, also 3x24 Stunden, bis Montag 19 Uhr, wo die Tore wieder geschlossen werden. Momentan scheint es außerdem so zu sein, dass keine Schlüsselkarten verbraucht werden. Das heißt, in Gebäude 21 braucht ihr nur einen einzigen Schlüssel. Also wer sich Sorgen macht, dass er farmen muss ohne Ende, momentan ist das nicht nötig. Mal sehen, ob sie das ändern. Aber das ist momentan der Stand und alles, was wir bis jetzt wissen, in DMZ. Leute, wenn ich mehr weiß, ich hau's euch so schnell raus, wie es nur geht. Ansonsten sage ich schon mal, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sauber. Hasta luego und hasta la vista.